Wo ist denn hier ein Friedhof? Ist das der Friedhof hier? Stand da sonst noch irgendwas bei? Grab meiner Mutter. Eines weinenden Engels. Wie komme ich denn jetzt dahin? Muss ich eine Kutsche nehmen? Muss ich dahin laufen? Wie ist denn das? A free ride for every hotel visitor. Just tell me where to go. Ja. Is everything all right? If you don't feel up to it, I won't tell anyone. It's just a goodbye, John. It won't be difficult. I've already come to terms with my mother's passing. Hmm. So you really don't remember? To what do you refer? The funeral. Sherlock, you were distraught. At first, I thought this visit would dredge up those feelings, but you've been remarkably level. John, I think I was too young to understand. I couldn't fathom why she would leave me. Perhaps that pain is best left forgotten. On the contrary, it's why I'm visiting her grave. To remember her. I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. Okay. Ich sollte den Rezeptionisten nach meinem Zimmer fragen. Es wird Zeit, auf den Friedhof zu gehen. Was? Das... okay. So, wir müssen eine Statue finden. Don't mind me, sir. I'm just a loyal servant of my craft. Okay, eine weinende Engelstatue ist das Grab unserer Mutter. Can I ask you a question? Why should I care about your troubles when you don't care about mine? Toll. Dankeschön. Hallo, ich will nicht rennen. Kann ich aufhören zu rennen? Was ist das für ein Symbol da oben? Auf dem Kompass? May I ask you something? Am I like you, should not speak to am I like me? Doch, will ich. Ich möchte mit dir sprechen. Ah, er hört auf zu rennen, Gott sei Dank. Da ist die Statue, ne? I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate. And I'm sure it will come back to you. Was denn jetzt? Ich sollte Rezeption nach meinem Zimmer fragen. Es wird Zeit, an den Friedhof zu gehen. Aber wie komme ich darauf? Was müsste das eigentlich sein? Also laut dem Foto. Ich glaube. Ja, weil er steht ja auch. John steht ja auch da. Oh, die traurige Musik, Mann. So, aber die Frage ist, wie komme ich denn da drauf? Komme ich da irgendwie. Kann ich hier irgendwie. Okay. Ich weiß nicht, wie ich zum Grab meiner Mutter komme. Ja. Hä, jetzt steht er da. Verstehe ich jetzt gar nicht. I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, ja. And I'm sure it will come back to you. Okay, zurück komme ich anscheinend nicht. Aber wie komme ich denn... John fragte mich, ob ich mich an die Beerdigung meiner Mutter erinnere. Das tue ich nicht, aber ich kann versuchen, mir Details wieder ins Gedächtnis zu rufen. Ein Strauß Astern? Die Lieblingsblumen meiner Mutter. Was war denn das Auge nochmal? Anpinnen, ne? Da werde ich ab und zu reingucken müssen, leider. Konzentrationsmodus nutzen.
Blumenstrauß, ein Strauß aus Astern. Das ist der Konzentrationsmodus, ne? Oder muss ich ein paar Blumen finden? Warte mal, ich guck mal eben, was ist denn das für ein Symbol auf der Karte? Das hier? Da sollte ich vielleicht mal hingehen, das ist in die Richtung. Wenn ich da überhaupt hinkomme. May I ask for your assistance? Doesn't remind me of anything. Someone else can help better, sir. Okay. Excuse me, just one question. If I knew the answer to that, I'd have your suit in exchange. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Neuer Eintrag in Johns Tagebuch. Luke hat die Frage an seinem Ort. Sherlock geht nach wie vor Passanten auf die Nerven und damit auch langsam mir. Warum stellt er nicht die richtigen Fragen? Ja, Entschuldigung. Bitte mit John. Aber wo kriege ich jetzt die Blumen her? Also wenn ich jetzt Blumen brauche... Kann ich eine Schnellreise machen? Nee, ne, das geht nicht, oder? Also zum Hotel. Hier ist das Hotel. Das geht, glaube ich, gar nicht, ne? Ich bin auch noch gar nicht in der Open World, ne? Das muss man auch sagen. Ich bin jetzt immer noch in dem, wahrscheinlich im Tutorial-Abschnitt. Ich weiß nicht, wie ich da auch hinkomme. Das muss es doch sein, oder? Guck mal, eben Gedankenspiele, Mutterliebe. Wo konnte ich das denn nochmal sehen? Sammlung, Notizen. Habe ich nicht irgendwo ein Bild? Ach, auf dem Dings war das, glaube ich, gewesen. Auf dem, im Ladebildschirm, glaube ich, habe ich diese Statue gesehen, aber er steht ja nicht umsonst hier, ne? I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. Konzentrieren. Ich soll mich auf irgendwas konzentrieren, aber auf was? Auf die Blumen wahrscheinlich, oder? Teleport John. Auf was soll ich mich denn konzentrieren? I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. Auf was soll ich mich konzentrieren? Ich bin mir nicht sicher, ob wir schon mit allen gequatscht haben. So, hier ging es ja nicht weiter. Ich düse mal. Ui. Habe schon mit dem gequatscht? May I ask you something? Why should I care about your troubles when you don't care about mine? Weil anscheinend kommen wir ja nicht. Warte mal, kann ich hier vielleicht? Das geht nicht, ne? Okay. Alter, der steht einfach da. Wie gruselig. Deutscher Sekretär. Okay. Ich glaube, die werden uns hier nicht helfen. Die Mitarbeiter. Unfreundlich. Mag gerne Hunde. Aber ich frage mich, was ich jetzt konzentrieren soll.
Could you help me? Your money doesn't impress me. Ja, schön. Ich wollte dir kein Geld geben. Hier kommen wir drauf, aber hier ist nichts. May I ask for your assistance? There is no amount of money that would make me talk. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Neuer Eintrag. Ist das schlimm, wenn ich die ganze Zeit die Leute belästige? Wenn Sherlock nicht seine Vorgehensweise ändert, haben wir nächste Woche noch keine Antworten. Das muss doch auch anders gehen. Ja, aber wie? Excuse me, just one question. Don't be angry with me, sir, but I don't know. Ich frage mich gerade. Oh, hier ist eine Staffelei. Das ist ja schön. Aber da hat jemand irgendwas. Oh Gott, gruselig. Aber worauf soll ich mich denn konzentrieren? John, hilf mir doch mal. John in meinem Kopf. John Connor. Hier läuft Sherlock auf jeden Fall sehr langsam. Sobald wir hier zum Grab kommen. Ist er jetzt gleich da? Schwupps, nee. Und ich glaube, zurückkommen wir... Ist doch... Warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ist doch... konzentrieren ist doch Q, ne? Ja. Ist ein Hinweis der Fall, wenn du so musst du einen Konzentrationsmodus nutzen. Oft musst du einen bestimmten Hinweis anheften, um den Konzentrationsmodus sinnvoll nutzen zu können. Drücke X, um den Hinweis anzuheften. Warte. So, hier. Und jetzt muss ich den nutzen, ne? Den Konzentrationsmodus. Ich kann mich versuchen an die Beerdigung... Mycroft was adamant that we leave for London immediately after the funeral. He never told me why, but I saw how unsettled he was by the long requiem. Mycroft und ich mussten unmittelbar nach der Beerdigung nach London aufbrechen. The service was sparsely attended. Though my parents were buried separately, the pastor said they're united in heaven. I didn't believe him even then. I wanted to see her one last time before the coffin was interred and say how I loved her. The chance never came. I feel rather faint. You're fine. It's over now. You remembered everything. Nur wenige Leute waren bei der Beerdigung anwesend. Mycroft hielt mich fest, bis ich mich beruhigte. Rest in peace, Mrs. Holmes. Ah, jetzt geht's. Okay. Pocket watch. It seems familiar, John. Why is it here? Das ist eine gute Frage. Unbekannter Grabbesucher. Violet Holmes Grab. Rest in peace, Violet Holmes. Rest in peace, Violet Holmes. Goodbye, Mother. Eine Uhr. This watch was a gift. My mother's initials are engraved on it. The piece is in good condition. It must have been placed here only recently. A candle in a small puddle of wax.
cannot have been lit for more than half an hour. Is this really how you want to spend this time? This is my mother's pocket watch, John. Who put it here and why? Are you not in the slightest bit interested? Die Taschenuhr meiner Mutter gehört. Die Kerze wurde vor kurzem angezündet. Modische Schuhe, nagelneu. 27 Zoll Abstand zwischen Abdrücken. A man in fashionable shoes stood near the tomb. The size of the prints suggests he is approximately 5.5 feet tall. Ein Mann mit modischen Schuhen, vermutlich etwa 5,5 Fuß groß. Fahrradspuren vom Eingang wegbewegt. You're about to tell me the make and model of tire, but let me assure you, I do not care. Well, it was going to be very impressive. Come on then, the trail continues ahead. Ja, wir müssen die Spur weiter folgen. Hier lang ist er gefahren. Cooles Fahrrad. Ist das hier richtig? Ah, da hinten. Schauen wir mal. Okay, hat das Fahrrad abgestellt. He mustn't be far away to leave it unattended. A portable easel was kept there. Ein Bild. Aha. Warte mal. The hospital crypts. If memory serves, they're located at the far end of the cemetery around an old tree. I hope that inspiration strikes upon visiting these beautiful vaults. At the very least, you'll enjoy the view. Yours, Mercuria. Onifius Mercuria. So, ein Hinweis ist hier noch versteckt. Die Frage ist, wo? Wo ist der Hinweis versteckt? Rotieren, also... Da, da war was. It's stained with oil paint. An artist working in a cemetery. Do you think he'd paint my portrait? Ja, ich alle Hinweise gefunden, sehr schön. Ah, das wird auf der Karte auch angezeigt, es war alles grün. Da ist es sehr geil. Wir wissen. Okay. Eine Fotografie der Grüfter der Malteserritter. Ich habe die beim Fahrrad des unbekannten Grabbesuchers gefunden. Ich hoffe, der Besucher dieser wunderschönen Gewölbe wird dich inspirieren. Zumindest die Aussicht wird dir sicher gefallen. Boniface Mercurio. So. John fragte mich an der Beerdigung meiner Mutter. Lalala, das haben wir alles gelesen. Und die Staffelei haben wir auch schon gefunden. Ja, das ist hier. Ach, den jungen Mann kennen wir doch. It's that ridiculous artist from the hotel. Bean. Mr. Holmes, did you come for another portrait? No, no, I jest. You gave quite the performance last night. The hotel was abuzz with your name. I must say I was rather absorbed in it all. The fallibility of men. Such scandal. It was a welcome distraction. Oh, my manners. I am Werner Vogel, art enthusiast and gallery proprietor. Mr. Vogel, I was perhaps too curt when last we spoke. Speak no more of it. Travel takes it out of any man, never mind when this is your destination. Once I learned who you were, the pieces fell into place. Your mother was well liked on Cadona in her time here. I was sorry to hear of her passing. Was für eine Kunstgalerie? Waren Sie am Grab meiner Mutter? How did you come to possess my mother's pocket watch? Oh my! It is quite something to witness those powers of deduction firsthand. Yes, I left you her timepiece. After her death, there was an estate sale. All of Cordona's elite picking of her remains. I couldn't let such a lovely thing go to those vultures. When I learned your name, I could no longer keep the watch in good conscience. It is yours by right, and I knew you'd find it here. Thank you.
I'd forgotten all about it, but the moment I saw it, I knew it was hers. Amazing what the young mind forgets and the older can recall. Rather odd, loitering in a cemetery. I suspect you'll win, but I'm here for my art. There's beauty everywhere if you look, even in decay. A little darkness brings out the light. Now, a diligent observer might note that you too are loitering in a cemetery. What brings you here? Closure, answers, penance? Closure, I suppose. And what is closure? Mere proximity? Understanding. Acceptance. You didn't understand from afar. You had to come here to accept the truth of her death? Of course I understand. She died of consumption, drowning in her own blood. Your mother? Yes, my mother. I must have been misinformed. I'd heard otherwise. Otherwise than consumption? No, you'd know better than I. I'd heard talk of a police investigation, but Cordona is a notorious gossip. And what does it matter? She's passed on either way. She has. Well, I shall intrude no longer. I'll leave you to your closure. Do stop by the gallery if your travels permit. Farewell. Aber die Galerie. Ich wollte noch nach der Galerie fragen. Are you all right, Sherry? Take as long as you need. Whatever I need, it isn't here. We should explore Cordona. Perhaps there are archives that may shed further light. Im Archiv des Rathauses der Polizeiwache und Cordona Chronicles findest du womöglich Schlussinformationen für deinen Fall. Bevor du ein Archiv aufsuchst, um dort Nachforschungen zu einem Hinweis anzustellen, solltest du darüber nachdenken, in welchem Archiv du am ersten fündig wirst. Ja, das kenne ich von Sinking City. Und was ist denn jetzt eigentlich Phase? So. Genau. Ich habe den Besucher gefunden. Es handelt sich um Werner Vogel, der Künstler, den ich gestern im Hotel kennengelernt habe. Ja, haben wir ja kennengelernt. Werner Vogels Geschichte. Es war Werner Vogel, der die Taschen um meiner Mutter am Grab zurückgelassen hatte. Mr. Vogel behauptete, Genau. Er erzählte außerdem davon, dass die Polizei im Todfall meiner Mutter ermittelt hatte. Ich habe zwar meine Zweifel, aber wenn das wahr sein sollte, müsste es im Polizeirevier Aufzeichnungen darüber geben. Vor 10 Jahren lebten wir in Grand Surrey. Damit dürfte ich meine Suche entsprechend eingrenzen können. Gut. Das heißt, wir dürfen jetzt loslaufen. Grand Surrey. Gucken wir mal, wo ist denn Grand Surrey? Hier. Grand Surrey oder so. Grand Surrey. Polizeirevier ist wo? Haben wir denn, ich muss mal eben kurz gucken, meine Spielgrundlagen. Karte. Brücke, Altruine, Rathaus. Okay, das müssen wir finden. Aber das grenzt die Sache ja schon mal ein. Das heißt, irgendwo hier ist eine Polizeiwache. Ich weiß noch nicht, wie wir jetzt da hinreisen. Müssen wir mal gucken. Und kann ich jetzt einfach hier vom Friedhof runterrennen oder muss ich jetzt... Ist das komplett Open World? Was sind das Levelabschnitte? Es ist Open World. Wir sind in der Open World und können jetzt spazieren gehen. Oh, ich bin so froh. Das ist so gut. Oh, ich fühle mich gerade direkt heimisch wie bei Sinking City. Voll gut. So, sehr schön. Ich freue mich. Jetzt geht's erst richtig los. Das Ganze, was wir jetzt erlebt haben, war quasi so ein bisschen auch Tutorial. Und, oh, die Aussicht ist echt schön. Und, hallo, guten Tag. Ja. Ich würde sagen, in einer weiteren Folge werden wir uns wiedersehen bei Sherlock Holmes Chapter 1. Und dann geht's richtig los in der Open World. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen hier an der Stelle. Also, macht's gut, ich bin raus. Tschüss.